Okay, weiter geht's. Jetzt habe ich auch wieder Saft auf dem Controller. Ich wollte gerade schon wieder aufnehmen. Hab zu lange gewartet, Controller ist ausgegangen, wollte sich nicht mehr verbinden und jetzt musste ich aufstehen wieder und mir ein Kabel holen. Juhu. Aber, naja. Was man nicht so alles tut. Um weiter zu spielen, ja. So, ich hätte hier aufgehört vor dem Camp mit den Leuten. Wieso gibt es hier besondere Zuckerblüte? Warum sind die besonders? Habe ich schon mal erwähnt, dass er irgendwie gefühlt extrem wenig Schaden macht? Also irgendwie. Ich meine, ich mag ja Diluc an sich im Team. Aber der macht leider halt momentan ohne ansatzweise in einem Item keinen Damage. Wo sind die ganzen Gegner denn? Hä? Also klar, irgendwie ist er cool, aber irgendwie. Er ist halt scheiße schwach gerade im Moment. So ein bisschen suboptimal leider. Also hier unten sind die jetzt alle. Hi. Hab ich euch eigentlich schon mal platt gemacht? Eigentlich ja. Ihr dürftet gar nicht leben. Käfigschlüssel. Glühwürmchen. Zuckerblume? Zuckerblume? Besonders süße Zuckerblume? Hä? Okay. Meng dann. Hi. Käfig. Ich würde erst gerne mit dir reden, bevor er irgendwas ist. Hi. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Das brauchst du wirklich nicht. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Hört das jetzt zur Hauptquest oder wie? Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Hat er gerade Nicknacks gesagt? Nicknacks nehme ich. Mir reicht ein guter Wille, danke. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the Seven Nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Also gibt's doch Telefone in dieser Welt, oder was? Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful package. Okay, es gehört zur Hauptquest. Interessant. Hätte ich ihn auch da drin lassen können? Nee, oder? Ja gut, und so wird man halt dann hier hingeführt, dann wird man da hingeführt. Dann wird schon irgendwie immer irgendwo hingeführt. Wenn man sich da umgucken geht. Ist ja doch ganz interessant gemacht eigentlich. Das ist interessant, schlau gemacht. Aber ich finde das selber erkunden zu Anfang immer deutlich angenehmer. So. Warum müssen Schleimbälle sein? Hat niemand sich davor geekelt, wo Shang Ling die machen wollte? Hallo, Xingxi. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business.
Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep, yep, yep! It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Dein Ernst, Paimon? It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes, and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these two freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Da sieht der Schleim. Cool. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Schleim in Zuckerglasur. Irgendwie... Ich will nicht in Ningguangs Haut stecken. So, muss ich jetzt muss ich wieder da oben hin. Okay. Okay. Hier nach oben. Und nebenbei weiter Gummibärchen essen. Oder ja, Lachgummi. Ich mag Lachgummi. Ich weiß nicht, Gummibärchen sind hin und wieder okay, aber Lachgummi sind der geile Scheiß. War auch der ein bisschen teurere Scheiß, aber der bessere Scheiß. Wieso konnte ich jetzt gerade... Oh Gott. Ich konnte gerade den Schirm nicht öffnen. Verdammt. Warte, werde ich jetzt hier hochgebeamt? Nee, ist nicht genau drüber. Macht keinen Sinn. Und hallo. Ich habe meinen Fahrstuhl gefunden, glaube ich. Interessant. Hi. Hallo, Bouillon. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Wann hat sie uns das genau gesagt? Also Kicking. Wo ich mich verklickt habe vielleicht? Kann sein. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? Das wiederum ist interessant. Den Gästecode hatten wir sowieso nicht. Cutscenes. Ich kann das Ding überfliegen. I've been waiting for you, returnee from Joyen Karst. Oh, die hat schon so eine Bitch-Stimme. Oh, geil. Das kann ja spaßig werden. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Ich bin zum ersten Mal, nee, sind wir nicht. Ziemlich hübsch hier im Jade gemacht. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianxuan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. Also sie ist das Oberhaupt quasi, der Tianquan. Und sie heißt Nianguang und das ist die Qixing. Sie ist der Tianquan, der Qixing und heißt Ning. Okay. Ich steig wieder durch. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue.
One day, I believe it will overshadow all seven nations. Das wiederum. Nur mal so, was ist mit diesem anderen schwebenden Schloss da hinten über Mondstadt? Oder hinter Mondstadt? Macht ihr jetzt nicht so ein paar Konkurrenz-Dinger hier in der Luft? Egal. Dieser Tianqua mangelt es nicht an Ehrgeiz. Not many from outside Liyue earn the right to ascend the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait! Was Ver Goldet one of your people? Ver Goldet. Ja, Goldet, ja. Interessant, das so Englisch zu betonen zu hören. Just Virgildet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Wir haben auch die Yuheng vor kurzem getroffen. Und wer ist jetzt Yuheng? Das ist eine andere Organisation, kann das sein? At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Peking sagte, dass die Qixing Rex Lapis nichts Schlechtes wünschen. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Es waren doch die Fatui. Mit einem Fuß im Himmel. Oh, bitte sag mal, ich krieg hier oben einen Teleportpunkt. Kein Berg ist höher in Liyue. Also ich möchte anmerken, dass der Berg da vorne höher sein könnte. Ja. Das Adepten-Ding schwebt auch nochmal ein deutliches Stück drüber. Und das komische gekippte Schloss im Himmel da oben scheint auch keinen zu interessieren, offenbar. Ob man wohl... Dann kommt von hier auch nur bis zum Boot, oder? Also doch, die Details von der Stadt sind schon relativ groß noch von hier oben. Kann man schon sagen. Teleportpunkt. Teleportpunkt. Ich will einen Teleportpunkt haben. Ich mit Ningguang. Kann ich mit euch? Nee, ihr wollt nicht reden. Wenn ihr nicht reden wollt, ist das ganz toll, weil dann kann ich mich hier nicht umgucken. Hui! Ich bin der Einzige, der es schaffen würde, hier oben drauf zu gehen, indem er säuft. Übrigens hatte ich überlegt, ob ich vielleicht Klee erstmal wieder ins Team packe. Bis der Look passende Items hat. Weil Klee macht halt ohne Items auch gut Schaden. Und sie hat halt dauerhaft den Elementschaden. Den er halt nicht dauerhaft hat. Ja gut, seine Talente sind auch noch nicht gelevelt. Von daher, das kommt halt auch noch dazu. Ich rede, dass hier nichts ist. Hier ist echt gar nichts. Okay. Ja. Ich würde gerne testen, ob ich hier runterfliegen kann, aber ich wüsste nicht, wie ich wieder hochkomme und deswegen lasse ich es lieber sein. I believe that you've heard of the Archon War. Also viel weiß ich darüber nicht. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2000 years ago. In the end, only seven victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the Era of the Seven. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Bitte was? Die Inseln sind seine Speere gewesen? Was ist Venti denn für ein kleiner Wicht? Wenn er solche riesigen Speere hat, Venti nichts. Interessant. Wie konnte Venti gewinnen? Ist die bessere Frage.
Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days. Gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed over the last two millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Weil der Nächste sich heraufportet, weil der Nächste heraufsteigt oder aufsteigt zum Gott, wie auch immer, wahrscheinlich. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Ist das ihr Haar oder ist das Schmuck, der ihr da vor der Stirn baumelt? Even in a new era, the Liyue Chi Sing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Warum versteckt ihr dann den Leichnam des Stammvaters der Adepten? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Das kann doch nur Dingens sein. But we. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Wer ist es, nicht wahr? Talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Wir reden von hier Childe bzw. Tartaglia. Ich meine, es ist doch so offensichtlich. Erst steht er uns Zwietracht gegenüber Liebe, weil, keine Ahnung, wir halt uns direkt auch für schuldig gehalten haben, weil wir gerade irgendwie da waren, whatever. Und irgendwie 20, 30 andere Leute auch. Aber okay, wir waren weggerannt, aus irgendwelchen Gründen. Und erst dann der tolle Fatui-Retter, der uns hilft. Und so weiter. Aber dann das hier ist schon spannender jetzt wieder hier oben als alles davor. Aber okay. Es ist nur das erste Kapitel, was langweiliger als der Prolog ist, aber okay. Erde gemacht, betreten. Und der ist definitiv dann der Graf. Wowie! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Ja, doch, haben wir eigentlich schon. Wobei vielleicht nicht ganz so groß. Ja, doch, mehr oder weniger, je nachdem, wie man es betrachtet. Das Wangshu-Gebäude ist auch nicht klein. Wenn man es mal genau nimmt. Unnötigerweise zwei Treppen, aber cool. Die haben direkt an Corona gedacht. Die einen, die rauf wollen, rechts, die anderen links. Runter. Ihr wollt alle nicht mit mir reden, oder? Definitiv nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie so eine Art großer Raum zum Kaffee trinken und essen, aber irgendwie. Euch von Liebe, Empfang der Götter, Clown. Wand des Wissens im Jadegemach. Dies ist die in ganz Liebe berüchtigte Wand, gespickt mit geheimen und interessanten Informationen aller Art. Okay, halt, wo ist das da auf dem Bild? Der Fluss. Berg und der Fluss drumherum. Aha. Jede Information zur Ordnung der Schiffe, Gewinn und Verlust eines jeden Händlers, den Lagerbeständen, der Sicherheit der Handelswege oder der auswärtigen Beziehungen. Da sie auch noch so klein und unscheinbar wird, hier aufgenommen.
Nur jemand mit dem Sinn fürs Wesentliche kann hier noch den Überblick behalten und einen Zusammenhang zwischen all diesen Informationen herstellen. Und das da sieht mir eigentlich vollkommen nach einem Secret aus. Aber da war ich doch bestimmt schon, oder? Okay. Seltsame Notiz. Bestellung für ein Exemplar von Bräuche von Liwe, Empfang der Götter, die vor 2 Tagen eingegangen ist, wurde nun bearbeitet. Der Artikel wurde an das Jadegemach geliefert. Könnte Frau Ningguang bitte bestätigen, dass alles in Ordnung ist? 3, 2, 1, 2, 3. Ich screenshotte mir das mal für den Fall der Fälle. Das sieht nach Zeilenangaben aus. Warte mal. Zeilenangaben, das heißt. Ah, Zeile 3, das zweite Wort, der erste Buchstabe. Zum Beispiel. Mal 3 durch 2. Egal. Jetzt geht noch so weiter. Noch mehr Screenshots machen. Die Schrift wurde herausgekratzt und ist unlesbar. Okay. Interessant. Ningguangs Porzellansammlerstück. Eine aquamarinfarbene Porzellanvase mit schlankem Hals. Sie hat eine makellose und scheinende Oberfläche und ist ganz klar ein extrem hochwertiger Gegenstand. Sieht nicht aus, als würde sie aus einem offiziellen Brennofen stammen. Inoffizielle Brennöfen? Okay. Der schwache Irisier. Das irisierende Schein, den sie abgibt, ähnelt irgendwie dem von Perlmutt. Es ist viel zu vermuten, dass sie eine lange Geschichte hat. Den Körper dieses filigranen Ornaments sind einige Wörter in groben Buchstaben geschrieben. Und der Kruxflotte. Achso. Das heißt, die haben ihr ein Geschenk dagelassen. Cool. Halt, was? Ordentlich gestapelte Schriftrolle. Ein ordentlicher Stapel Schriftrollen. Jedes Blatt Papier ist so dünn wie die Flügel eines Insekts. Vielleicht sind das hier nur Kalligrafiewerke. Ich muss mich jetzt erst umgucken. Ich will gucken, ob ich noch irgendwas finden kann. Irgendwann müsste ich die ganzen Bücher mal lesen. Bestimmt ganz nett. Das habe ich in Enderal schon immer vor mich hergeschoben. Weil nur die Dinger vorlesen, habe ich keinen Bock drauf. Für mich lesen vielleicht mal, wenn ich Bock hab. So den Guang. Be at ease, you two. Make yourselves at home, if you wish. Okay, wo ist die Toilette? Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Das da drüben ist. Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? Rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. Ein Vertrauen kriegst du ganz leicht. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching. Also zwischen deinem Glauben und ihrem Nichtglauben. Dann würde ich gekingt ihre Skepsis gegenüber dem Göttlichen wählen. Wir verscherzen uns erstmal nicht. Also zwischen deinem Glauben und ihrem Nichtglauben. You'd pick Kuching? Na, I had a feeling. Oh, okay. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Chasing. I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue?
Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Nehmen an, dass die Fatui etwas mit diesen Gerüchten zu tun haben? Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. Oh, sie hat von Venti mitbekommen? Cool. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tian Chuan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Ist das an ihrem Bein ihr Schuh oder ist da irgendwie eine Textur fehlerhaft? Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhang Li said. The Qi Xing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Baiman's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Okay, irgendwas stimmt mit meinem Spiel nicht. Paimons Gesicht ist definitiv ein bisschen merkwürdig. Alter, sie sieht krank aus, irgendwie. Sie hat so ein bisschen was Entenschnabelmäßiges wie bei den Ohren hier aus Wind Waker. Das ist gruselig. Paimon, geh wieder ans Licht. Du siehst nicht gesund aus. Also wirklich, Paimon, ist das nicht etwas forsch? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. And you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see. What should we get? Alter, was ist... Das ist aber erst in dem Kapitel so gewesen. Das war noch nie so. Paimon, was ist mit dir verkehrt? One of the sheets on that wall! Paimon, was wollen wir damit? Look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Oh, Paimon. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Ach so, ich krieg jetzt quasi die Karte, oder wie jetzt? Ja, super. So viel zum Thema. Ich mache einen Screenshot davon. Ich will was anderes haben. Ich will ein Stück Papierschnee. Papierschnee? Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qi Xing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Stimmt, von wem hatten wir den Passierschein? Hatten wir den nicht von Childe bekommen? Tartaglia, whatever? Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Es entwickelt sich alles ein wenig zu perfekt. Ningguang versucht offensichtlich uns dorthin zu führen. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Nein, was ich meine ist... Oh, so you're saying...
saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. Wo ist sie auf einmal hin? Sie stand doch mitten im Raum gerade noch. What the fuck, Game? That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Stimmt, den sollten wir auch noch treffen. Ich dachte ursprünglich, dass wir den treffen, nachdem wir quasi die Hauptquest durch haben. Uns unseren nächsten Weg sagt, aber offenbar nicht. So, have you made your choice? Hast du Paimon nicht gerade gehört? You don't have to confirm it with me. Just choose one and take it. Dein Kleid flattert da so ein bisschen komisch. Afterwards, why not sit down for a while in the Jade Chamber? Or have a short stroll? Rest is also an integral part of any journey. Vielen Dank für deine Gastfreundlichkeit. Come now. There's no need to stand on ceremony. Loosen up a little. Wenn du mir deine Schuhe gibst, gerne. Die sehen irgendwie bequemer und hübscher aus als meine. Ba Shao, Sekretärin des Jadegemachts. Hi. Willkommen, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich bin Ningguang Sekretärin. Du kannst mich Bai Shao nennen. Bai Shao. Was kannst du mir zum Jadegemach erzählen? Im Jadegemach schmiedet Ningguang politische und gesellschaftliche Pläne. Von hier aus kann sie ganz viel überwachen und weiß über alles Bescheid, was in der Umgebung vor sich geht. Nichts entgeht unseren Augen und Ohren. Verzeih mir bitte, dass ich nicht mehr sagen darf. Okay. Hi. Bla. Kannst du mir etwas über Ningguang sagen? Erzählen wollte ich sagen, aber okay. Ningguang ist eine der Quixing. Sie hat die Aufsicht über Liyue und die Händler. Bedauerlicherweise bin ich nicht befugt, dir mehr über sie zu sagen. Ich habe den höchsten Respekt vor Ningguang. Du bist wirklich ein seltener und ehrlicher Mensch. Dass einer anderen Holz geschnitzt ist als diese schmierigen Händler, die nach dem kleinsten fitzig Informationen gieren. Der Weg zum Wohlstand ist im Grunde ganz simpel. Ich habe viel Zeit an der Seite von Lady Ningguang verbracht und einige Geheimnisse gelernt hier und dort. Wie wäre es hiermit? Ich zeige dir die wahre Bedeutung von Gold. Nicht auf ihren Namen, sondern auf meinem. Mögen Glück und Wohlstand dir Holz sein. Bücher? Goldbücher? Sorry. Ja. Anything business related is confidential. Der Rest redet nicht mit mir, habe ich recht? Hier ist noch auf Papier markierten Ort. Das war's jetzt schon. Deswegen wurde ich hier eingeladen, damit ich mir das Papierstück hole und von ihr die Informationen bekomme. Okay. Oh, halt, hier ist noch mehr. Hier sind doch noch mehr. Hi. Baishi. Seidene Roben mit Phönixstickerei, leichte Röcke mit feinen Mustern. Hehe. Geht es dir gut? Was? Wo kommst du denn plötzlich her? Siehst du anzuschleichen, ist nicht gerade die feine Art. Hast du nicht sehen können, dass ich mir überlegt habe, was Ningguang am besten stehen würde? Doch, doch, dein Sabbern war nicht zu übersehen. Du, ich glaube, du verstehst etwas falsch. Ich sorge mich nur um Ningguangs Ruf und an die Menschen. Jemand wie sie, der die Last in der ganzen Region schultert, sollte seine Zeit nicht mit so alltäglichen Kleinigkeiten vertrödeln. Außerdem ist es meine Pflicht als Sekretärin. Wenn ich nur daran denke, mit welchem Eleganz Ningguang sich vor den Menschen präsentiert oder ihre Silhouette, wenn sie sich umzieht oder gerade vom Baden kommt. Okay, wir haben die nächste Lesbe gefunden. Cool. Das macht mich ganz Okay. Geht es dir gut? Verehre Ningguang? Ehren? Was? Was für eine Art der Verehrung ist das? Geistig, spirituell oder körperlich? Was auch immer es ist, trau dich nicht, etwas Verbotenes zu tun. Behalte deine Hände bei dir. Lady Ningguang ist eine äußerst beschäftigte Person. Sie hat keine Zeit für deinen Fanatismus. Ich möchte dich auf den Pfad des Fleißes unterweisen. Danach kannst du gehen und über deine Taten nachdenken. Ja, ich werde fleißig sie begutachten. mach mich weiter, ich will nicht stören. Ach, welchen Duft sollte sie wohl nehmen? Hihi. Okay. Good to know. So, Baiwen. Willkommen, bist du hier, um Ningguang zu sehen? Ja.
Das passt zu Informationen, die sich uns präsentiert haben. Wenn du Lingguang sehen möchtest, bist du hier richtig. Denn dies ist das Jadegemach, das Zentrum der Planung und Strategie von Liwa. Gemäß den Daten, die wir über dich gesammelt haben, hättest du unseren Schätzungen nach aber schon vor 2 Stunden hier sein sollen. Entschuldigung. Mir wurde nicht der Weg hier hochgesagt. Darüber muss ich nachdenken. Hatten wir falsche Informationen oder waren unsere Berechnungen falsch? Wer bist du? Verzeih, ich habe mich nicht vorgestellt. Du kannst mich Bai Wen nennen. Ich bin Lingguangs Sekretärin. Sie hat eine ganze Menge Sekretärinnen. Ich bin verantwortlich dafür, Informationen zu sammeln und zu ordnen. Ah, okay. Danke für alles. Ich habe wirklich Respekt vor Lingguang. Das ist nicht selten, ich habe das auch. Die Worte des Tian Quan können Berge versetzen, das weiß jeder. Es ist meine Aufgabe, Lady Lingguang dabei zu helfen, ihr Geheimdienstnetzwerk zu organisieren. Sobald sie das Chaos und die Asche ausgesiebt hat, wird sie uns dem Jadegemach zum Wohlstand führen. Willst du von solchen Dingen erfahren? Okay, ein Buch von allen der Region. Ich bin nur auf der Durchreise. Ach wirklich? Seltsam. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du nur aus Spaß hier bist. Es ist bisher noch nie vorgekommen, dass jemand das Jadegemach ohne Grund betreten wollte. Aber keine Sorge, selbst wenn du deine Gründe nicht offenbarst, werden wir sie schon herausfinden. Und ich schätze nicht unsere Quellen. Wikipedia? Wikipedia, definitiv. Ich hoffe, hier oben gibt es einen Teleportpunkt. Es wäre so geil, wenn hier oben ein Teleportpunkt wäre. Oh, yes. Wenn hier oben irgendwie durch die Gegend fliegen. Hier ist doch bestimmt was auf dem Dach, oder? Aber ich könnte hier eventuell nicht hochkommen. Moment. Ich brauche einen Ort, wo ich hochklettern kann. Halt, kann man reden, oder? Dann hi, Wache des Jadegemachs. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Hallo? Hallo, ich, eine Wache von Lingguangs. Hallo, ich, eine Wache von Lingguang. Reisende, was kann ich für dich tun? Ich bin eine Wache. Kannst du mir etwas über Lingguang sagen? Ach, würdest du auch gerne ein paar Gemeinschaften mit Lingguang erfahren? Leider weiß ich nicht mehr als du. Lingguang hat es nie gemocht, wenn sie von Leibwachen verfolgt wurde. Der einzige Grund, weshalb ich überhaupt hier sein darf, ist meine Cousine. Nur dank ihrer Beharrlichkeit durfte ich hier bleiben. Deine Cousine? Ah, welche Cousine? Sei lieber ruhig. Bei mir hast du das nicht. Okay, hallo. Bewegst du dich viel? Ach, willst du auch trainieren? Wir können gerne mal ein paar Übungskämpfe ausrechnen, wenn ich frei habe. Ich bin zwar ein Zivilbeamter der Militen, aber es lohnt sich. Was? Es lohnt sich aber trotzdem, seinen Körper in Schuss zu halten. Tja. Deswegen nehme ich auch andere Arbeiten an, die etwas anstrengender ausfallen können. Ein kräftiger Mann wirkt doch viel anziehender, nicht wahr? Nee, nicht unbedingt. Aber okay. Darüber möchte ich jetzt nicht weiter ausschweifen. Das reicht, wenn wir solche Themen in Streams durchgehen. Das muss ich auch noch offline machen. So, aber ich sehe gerade, ich bin bei 38 Minuten. Ich tapp mal geschwind raus und ja, sag dann auch schon Ciao. Und dann gleich mal weiter hier rumklettern und der Quest weiterfolgen. Noch nicht so viel spannender als bisher, aber zumindest, es geht jetzt in eine gewisse Richtung. Wir haben ja auch diesen komischen Yaksha-Typen, wir haben noch Songli, wir haben noch Tartaglia und wir haben ja noch das Finale quasi. Ja, gespannt, wie lange das jetzt dauert, wirklich. Also ich will jetzt auch nicht hetzen, aber wäre schon ganz nett, wenn ich es schaffe, relativ zügig auch zu schaffen, damit durchzukommen. Aber gut, das war es dann jetzt erstmal hierfür. Oni sagt Ciao und bis dann.